Nächster Halt. Ausweichsziel Wildau. Der Luftangriff vom 8. März 1944. Erster Teil. Wir sind gerade auf dem Weg zum Campus der Technischen Hochschule Wildau, welches sich auf einem historischen Industrie- und Werkgelände befindet. Bis 1945 produzierte hier die Berliner Maschinenbau AG, früher nach ihrem Gründer auch Schwarzkopfwerke genannt, Lokomotiven. Sag mal, weißt du, hatte Wildau mal ein Bergwerk oder was sind das für Eingänge? Du meinst diese, sagen wir mal, Steineingänge hinten bei Berg? Ja, genau. Bei der Treppe, das sind alte Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wildau hatte Bunkeranlagen? Ja. Warum das denn? Wir begeben uns auf Spurensuche. Guck mal, ich habe hier das Heimatbuch von Wildau gefunden. Und da habe ich was Interessantes drin entdeckt. Und was hast du da drin entdeckt? Ah, ich muss noch die Seite finden. Genau, hier. Was ist das? Das ist das alte Stollensystem von Wildau. Und wofür war das da? Das sind alte Bunkeranlagen. Und vor was sollten die schützen? Vor Luftangriffen, denke ich. Die Stollen in die Berge hier, bis hier runter, bis zur Eichstraße, war ja alles unterhöhlt. War ja wie im Bergbau. Da hat man aus Tschechien und überall die Ecke extra Bauleute geholt, die jetzt alles gebaut haben. Ja. Und da war die Ortskommandantur, die Polizei und die Hilfskräfte, die damals eingerichtet waren. Und wir werden auf der Nähe dort an dem Berganhang wohnte, der konnte auch diese Stollen bei Fliegeralarm nutzen. Durch einen Zwischeneingang ist mir noch bekannt, wo hier, wenn Sie hier durchgehen, wo wir mal sahen, da die Hungertreppe hoch nach Oberlehme. Wie sahen Sie die Hungertreppe? Hungertreppe, ja. Warum? Ja, weil die da so steil nach oben geht. Manche sagen Aspertreppe dazu. Am Anfang des Krieges wurden in allen Häusern Luftschutzkeller eingerichtet. Der Luftkrieg hat Wildau mehrfach getroffen. Der Hauptangriff erfolgte am 8. März 1944. Zwei Bomberverbände von jeweils 12 bis 20 Flugzeugen flogen in östliche Richtung. Zum Beginn der Bombenabwürfe sendeten die Bomber Leuchtzeichen. Genannt wurden sie auch Weihnachtsbäume. Wie war das mit den Luftangriffen? Bereits im Ersten Weltkrieg wurden strategische Bombenangriffe geflogen. Am 1. September 1939 wurde die polnische Stadt Wilun durch die deutsche Luftwaffe bombardiert. 1200 Zivilisten kamen ums Leben. Ab September 1940 bombardierten deutsche Flieger London und andere britische Städte. Seit Mai 1940 bombardierte die Royal Air Force. Ab August 1942 flog auch die US Air Force Angriffe auf deutsche Städte. Etwa 61.000 britische und bis zu 500.000 deutsche Zivilisten starben durch die Bombardierungen. Erst 1977 wurden Flächenbombardierungen im Zusatzprotokoll der Genfer Konvention verboten. Wir gingen dann als Letzte raus, naja, und konnten dann nach Hause. Aber wir mussten ja auch fast täglich in Luftschutzkeller. Es waren ja sehr oft Fliegeralarme und als junges Mädchen, ich war damals 19, musste ich dann auch Nachtwache schieben bei der Gemeinde mit noch einer Kollegin zusammen. Wir mussten ja aufpassen, ob die Bomben fallen und wir mussten ja dann eventuell löschen. Also es war nicht schön und nicht einfach. Und wir versuchen weiterhin, etwas über den 8. März herauszufinden. März 1944. Mission 252.
623 Bomber der 8. US Air Force. Das Hauptziel ist die Kugellagerfabrik in Erkner, einem Vorort Berlins. Heftiger feindlicher Widerstand. 37 Bomber und 16 Jagdflugzeuge gehen bei der Mission verloren. 320 der 414 B-17 Bomber und 150 der 209 B-24 Bomber bombardieren das Hauptziel Erkner. Von den 179 Flugzeugen der 3rd Air Division fliegen 33 zum Ausweichziel Wildau, unterstützt von 3 Fliegern der 1st Air Division. 23 Flugzeuge der 3rd Air Division kehren nicht zurück. 41 Soldaten sterben, 169 kommen in Kriegsgefangenschaft. Ein Foto, welches durch die britische und amerikanische Presse veröffentlicht wurde, zeigt die Rückkehr der 381. Bombergruppe Rotherhithe's Revenge mit der Crew und dem Captain Mel Hacker. Die USA verlegte 1942 ihre 8. Luftflotte auf Flugplätzen nach Südengland. 1944 waren es allein in diesen Gebieten 73 Stützpunkte, auf denen die schweren viermotorigen Bomber des Typen B-17 und B-24 sowie die Langstreckenbegleitjäger Mustang, Thunderbolt und Lightning stationiert waren. Der Oberbefehlshaber der 8. US-Luftflotte war seit Anfang 1944 Leutnant General James Doolittle. Sein Hauptquartier befand sich in High Wycombe, ca. 50 Kilometer westlich Londons, in der Nähe des Hauptquartiers von Arthur Harris, des Chefs des alle Aktionen steuernden britischen Bomberkommand. Die oben genannten Flugzeuge der 8. US-Luftwaffe waren in der Lage, mit schweren Bombenlasten über tausende Kilometer und in großen Höhen bis in die zentralen Teile Deutschlands und auch wieder zurückzufliegen. Sie waren außerdem schwer bewaffnet und zur Rundumverteidigung eingerichtet, also fliegende Festung, und wurden von neu entwickelten Langstreckenjägern begleitet. Die 8. US-Luftwaffe begann Anfang 1944 im März mit schweren Tagesangriffen auf Berlin. Flugzeuge der 8. US-Luftwaffe, die am Angriff beteiligt waren. Die B-17, auch Flying Fortress genannt, hatte eine Besatzung von 10 Mann, währenddessen die B-24, die sogenannte Consolated Liberator, hat eine Besatzung von ca. 8 bis 12 Mann. Die Reichweite von beiden Flugzeugen sind über 5000 Kilometer. Ja, und Bomben, erstaunlicherweise sind nicht so viele Bomben aufs Werk gefallen, aufs Schwarzkopfwerk, aber das im Nachhinein war ja verständlich nicht. Eine Fliege hat der anderen kein Auge aus, sozusagen, eine Krähe. Und dass sie da das nicht so bombardiert hatten, es fielen nur einige Brandbomben ins Werk. Die anderen flogen alle auf die Wiese, da an der Autobahn. Ja. Die muss voll sein bis zum geht nicht mehr. Ja, und wie gesagt, wir mussten sehr oft in den Luftschutzkeller. Und der Vati war ja eingezogen in Krieg. Und Mutti mit meinem kleinen Bruder, Stiefbruder, ist jeden Abend in den Luftschutzkeller gegangen. Nicht? Da beim Werk, im Werk war ja da die Anhöhen, da war ja der Keller, der Bunker drin. Und ich musste sie natürlich hinbringen. Nicht? Mit Sack und paar Kinderwagen und alles ruf und hin. Und ich bin dann meistens noch wieder zurückgegangen. Ich musste das Haus bewachen, nicht? Falls was runterkommt. Ja, das war, manchmal habe ich dann noch verschlafen. Dann gab es nachher Krach, das war ja klar. Aber im Großen und Ganzen war es einigermaßen zu bewältigen. Hunderte Bomben fielen. Die meisten davon schlugen in Wiesen und Felder östlich und südlich von Wildau ein. Der Durchmesser der Sprengbombentrichter betrug ungefähr 5 Meter. Der Brandbomben ungefähr 60 bis 100 Zentimeter. Der westlichste Einschlag der Sprengbombe traf ein kleines Wochenendhaus in der Fichtestraße. Augenzeugen berichteten, dass dieses Haus in die Luft flog. Es traf die Bäckerei Lehmann, heute Urban.
in der damaligen Schwarzkopfstraße 120, heute Karl-Marx-Straße 123. Dort brannte der Mehlboden und eine noch mit Stroh umkleidete Pumpe auf dem Hof. Zwei Brandbomben fielen ca. 2 Meter neben dem Wohnhaus in der Haseloffstraße 1b und 4 Sprengbomben ca. 10 bis 15 Meter hinter dem Haus auf das Gartengelände der Fleischerei Michaelis. Der nördlichste Einschlag traf das Haus Schwarzkopfstraße 17 und die Halle M im Schwarzkopfwerk. Fortsetzung im zweiten Teil.